So, da bin ich wieder. Ich habe meinen Fraps etwas umgestellt und jetzt müsste Minecraft flüssiger laufen. Ah, ja, wunderschön. Ach, Schalter. Komm her. Komm her. Komm her. Perfekt. Was habe ich jetzt aufgemacht? Irgendwo? Irgendwas? Da. Hast du alles gefunden? Ach, was? Das hast du alles gefunden heißt, du hast die Truhe nicht gesehen oder sowas. Doch, Schalter habe ich gefunden. Ich glaube, mehr ist hier nicht. Wo waren das jetzt? Hier. Hopp. Hast du alles gefunden? Ja. Platsch, platsch. Lol. Lol. Hey, du liest es. Ja. Ich kann lesen. Wow, nun ist es nicht mehr weit. Yay. Was muss ich eigentlich machen? Ich muss die vier Tests bestehen, ne? Ja. Auch wenn der Raum sehr eckig ist, ist er selbst gebaut. Symmetrie. Wir hoffen, die hat unsere Map gewartet. Nein, ich muss erst den Rest machen. Zaunfanatiker. Ah. Komm da raus! Du hast mich eingesperrt! Oh mein Gott, er ist kleinwüchsig. Also es geht kleinwüchsig oder was? Das ist diskriminierend. Das Schild mache ich weg. Note bitte. TNT. Nein, ich nehme jetzt nicht alles, viel zu viel. Z. Was das? Das war's. Okay. Ach nee, hier. Wir hoffen, die hat unsere Map. Givgallen. Givgallen. Gib uns doch bitte eine Bewertung. Erbauer Shizu LP und Mkoi. Bauzeit 2 bis 3 Stunden. Also nicht so viel, ne? Es waren 55 Diamanten, so viel. What? Ich habe nur 21. Okay. Ja, das war die Map. Die Story war jetzt nicht die beste, muss ich sagen. Mache 4 Tests und finde den kleinwüchsigen Typen. Hi. Ja, gehen wir die Map doch mal kurz durch. So viel Zeit haben wir doch noch, oder? Ich komme jetzt nicht mehr runter. Doch. So. Da war erstmal Schalter suchen. Ja, das war ganz okay. Wo bin ich jetzt? Ah, interessant. Wozu waren diese Minecart-Schienen hier? Habe ich die irgendwann mal. Die sind anscheinend nur aus Langeweile entstanden. Wow, was? Okay, ihr beiden hattet anscheinend ziemliche Langeweile, sonst würdet ihr nicht so einen riesigen Kasten bauen, wo. Ist irgendwas drunter? Nö. Ihr baut einen riesigen Kasten und dann ist das hier der Anfang. Cool. Ja. So, was war dann das hier? Das. Ach nee, das hier war der Anfang. Dann ging es hier weiter. Was ist das hier? Das war das mit dem Schalter suchen. Das musste man aber, glaube ich, zweimal. Das Jump'n'Run fand ich ein bisschen zu groß. Das war das hier. Die Sprünge waren etwas schwerer. Das fand ich gut. Tut mir leid, dass ich sie nicht geschafft habe. Ich bin nicht so gut in Jump'n'Runs. Aber das hättet ihr erstens den Platz besser ausnutzen können, denn es ist einfach nur ein viereckiger Raum, wo man einmal im Kreis an der Wand lang rumhüpft. Also. Naja, wem es gefällt. Und es war nun mal halt ein bisschen spärlich dekoriert. Ich meine, es war alles aus Stein. Wirklich. Sie war aber besser als diese eine Map, der ich ihr 5 gegeben habe. Dafür war sie etwas schöner. Ich gebe dieser Map eine 4. Die Gründe habe ich eben genannt. So, 4. Ich baue die 4 jedes Mal falsch. Da, da, da. Hopp, 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 hopp. Da müsste so ein Mod für Minecraft geben. Immer wenn man mit Stein setzt, da kommt das Wort hopp. Also hopp, 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 hopp. Das wäre mega scheiße. 4. So, das ist eine 4. So, und das war die Map. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Minecraft Adventure Maps. Ich glaube, ich habe heute gar nicht damit angefangen. Schwebende Insel. Ja. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bla bla bla. Und eventuell kommt auch nächstes Mal ein kleines Let's Show wieder.
So, ich wünsche euch viel Spaß und Freude und Eierkuchen und Dosenöffner. Ich kann da kein... Nein! Da kann ich keine Fackeln draufsetzen. Das ist mein Ende im Arsch. Toll. So, nochmal Eierkuchen, Pumpkin und... Hui. Beim nächsten Mal... Hi. Ich bin in der Steinhölle. Komm, wir graben uns ein Loch. Lass uns Minecraft spielen. Das ist scheiße.